Heute Randspezial mit den Spielen Bayern München gegen Real Madrid und Inter Mailand gegen Borussia Dortmund. Dazu exklusiv Franz Beckenbauer, warum ich bei Bayern aufhöre. Und Nevio Scala, das erste Interview nach dem Rücktritt. Willkommen bei RAN Spezial. Vielen Dank. Mein Name ist Reinhold Papenburg. Schön, dass Sie dabei sind. Und Sie haben es gesehen, meine Damen und Herren. Alles über diesen großen Eurocup-Tag heute. Bayern gegen Real. Das wird ein Spiel. Wir zeigen es in voller Überlänge. Und Dortmund gegen Inter, wir zeigen es doppelt so lang, wie es im Original war. Es lohnt sich also, liebe RAN-Fans, dass Sie heute Abend wieder mal bei uns dranbleiben. Und wir haben ja das allergrößte Sportwochenende, das denkbar ist, hinter uns, oder? Ich sage nur, die Schumis. Wow! Ich sage es nochmal. Man kann das nicht oft genug sagen. Ralf Schumacher hat in der zweiten Runde Bruder Michael sozusagen up and away ins Kiesbett geschickt. Schumi ist dann noch eine Ehrenrunde gefahren und dann war es vorbei. Und Ralf Schumacher sagt heute in der Zeitung, ich bremse nicht für meinen Bruder. Ja, so hart ist es. So hart ist das. Das ist zwar völlig korrekt, was die Formel 1 angeht, aber wir finden das sehr unmenschlich. Deshalb exklusiv ab jetzt von Sat 1. Ich bremse auch für Schumi. Oder? Einfach bei Sat 1 anrufen. Bestellen. Ich bremse auch für Schumi. Beim nächsten Rennen schon wird jeder Formel 1 Wagen oder Bolide, wie das ja heißt. Das heißt in der Fachsprache Bolide. Da kommen die Boliden aus der Aufwärmrunde und ich habe, als ich den großen Preis von Luxemburg, ja, das war der große Preis von Luxemburg, auf dem Nürburgring, weil Luxemburg hat keinen Nürburgring. Aber wie soll man sonst zwei Grand Prix-Rennen in Deutschland machen, wenn nicht der große Preis von Luxemburg oder bald der große Preis der Südeifel oder von Trier? Und ich dachte, wer ist denn dieser Riesenbolide? Und dann meinte ich, hey, das ist ja kein Bolide, das ist der Bundeskanzler. Es ist so spannend, ja, Jacques Villeneuve aus dem Renault-Williams-Team liegt jetzt 9 Punkte vor unser Michael und das heißt, es sind noch 2 Rennen zu fahren, für Michael Schumacher noch aufregende 4 Minuten. Das ist ein Wetterrennen. Und der Manager von Ralf und Michael Schumacher, Willi Weber, hat gesagt, ein toller Satz, Blut ist dicker als Benzin. Wow, das wird so spannend mit Ralf. Und weil vielleicht kommen jetzt natürlich noch andere auf Ideen, nicht? Wir kennen das ja mit diesem berühmten Bruderpaar. Sie wissen das alle, wenn Sie abends regelmäßig noch blättern. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Oder wir bleiben in der Literatur. George Orwell, Sie wissen, 84. Big Brother is watching you. Man hat immer gedacht, der große Bruder als Synonym für Überwachung. Aber jetzt weiß man, auch Little Brother ist stinkgefährlich. Sat 1 hat das für Sie. Massenweise. Es gibt harte Änderungen. Ralf Schumacher darf sich inzwischen nicht mehr Schumi 2 nennen, sondern er heißt jetzt offiziell nur noch Herr Schumacher. Herr Schumacher. Und wir haben eventuell die Chance, dass Michael Schumacher,
der große zweimalige Weltmeister, nachher hier bei uns im Studio live noch auftreten wird. Er ist auf dem Weg hierher und wir wollen hoffen, dass das mit den Marmeladegläsern im Privatjet aus der Schweiz noch klappt. Wenn wir Glück haben, es ist alles okay zwischen Ralf und Michael, aber ein bisschen ist natürlich Stress zwischen den beiden und nach dem Rennen hat Michael dem Ralf erstmal das kalte Kinn gezeigt. Ist verständlich, oder? Meine Damen und Herren, liebe Randfans, nicht nur heute bei uns sensationelle Gäste, nämlich Sissi Perlinger und Sabine Sauer, meine Damen und Herren. Nedio Scala. Warum dieser überraschende Rücktritt? Franz, warum hört er auf bei Bayern? Plus in voller Überlänge und Zeitlupe Bayern gegen Real Madrid und Dortmund gegen Inter Mailand, sondern etwas Neues. Wenn Sie die Harald-Schmidt-Show abonnieren, dann wollen wir in Zukunft sagen Danke. Sie kennen das von Ihrer Illustrierten, von Ihrer Tageszeitung oder von Abosendern wie Premiere. Es gibt ein tolles Geschenk. Ab jetzt gibt es auch für jedes Abo der Harald-Schmidt-Show ein fantastisches Werbegeschenk. Und wir wollen Ihnen ein bisschen schwierig machen, die Frage, welches nehme ich denn? Wenn Sie die Harald-Schmidt-Show jetzt abonnieren, erhalten Sie als kleines Dankeschön diesen wertvollen Eimer aus PVC. Oder diesen vielseitig einsetzbaren Originalstock. Oder dieses 500-teilige Kaffeeservice für 6 Personen. Die ersten 1000 Anrufer erhalten außerdem diesen Helmut Zerle, den Sie auf jeden Fall behalten dürfen. Deshalb rufen Sie schnell an! Meine Damen und Herren, wir haben heute zwei ultra attraktive Damen für Sie zu Gast. Eine großartige Kabarettistin und eine hinreißende, bezaubernde Moderatorenkollegin von mir. Bei mir zu Gast heute Abend Sissi Perlinger und Sabine Sauer. Außerdem, wegen des großen Erfolges am Freitag zu wissen, unsere Lieblingsshow in der ARD, Brisant, aber das reicht uns nicht. Bei uns geht es heute weiter mit Brisanter und das Thema heute wird sein, was tun, wenn die Wespen weg sind, aber die neuen Plagen kommen. Ein ganz, ganz super Brisantissimo Thema und haben Sie heute kurz mal ferngesehen oder haben Sie Radio gehört? Es gibt nur noch ein Thema für uns, die wir ja sagen zur deutschen Börse. Lufthansa-Aktien. Haben Sie das mitbekommen? Die Lufthansa geht in die Börse. Mit 4 Jumbos fährt die Lufthansa in die Börse rein. Ja, und wer dann noch was sieht, kriegt Aktien. Eine tolle Sache. Der Börsenlügge. Und seit gestern... Seit gestern läuft die sogenannte Zeichnungsfrist. Sie kennen das schon von Telekom und ProSieben. Sie können also zur Bank gehen und sagen, hallo, ich will 50.000 Lufthansa-Aktien, Name, Adresse, Blutgruppe und so weiter. Und dann heißt es irgendwann, ja, Sie haben Glück, Sie kriegen 3. Und das Fantastische ist, diese Zeichnungsfrist, das kennen Sie ja als Lufthansa-Kunde, erst mal anstellen. In die Schlange bitte. Tourist Class. Diese kleine rote First Class, immer Platz, immer Luft, das ist nichts für uns. Wir stellen uns Tourist Class und so ist es auch bei der Aktie. Die wichtigsten Sätze, wenn Sie so eine Lufthansa-Aktie haben wollen, und wer will die nicht, heißen hervorragende Unternehmenszahlen, aber alles schon im Kurs drin. Hervorragende Unternehmenszahlen, aber alles schon im Kurs drin. Was heißt das für Sie? Das heißt für Sie, Lufthansa boomt, aber Sie sind nicht dabei. Also hart gesprochen. Hart gekommen. Könnte so sein. Oh. Oder? Lufthansa ist zurzeit, glaube ich, ungefähr bei 34,90 oder 35 Mark. Oder das heißt, ja, der Kurs ist toll, aber der Markt hat alles schon vorweggenommen. Was heißt das? Das heißt, ja, Lufthansa macht satte Gewinne, aber die bezahlen sie ja bereits mit ihrer neuen Aktie. Das klingt für Sie kompliziert, aber es ist es nicht. Und wenn Sie nicht genau wissen, wie das funktioniert, fragen Sie doch mal jemanden, der eine Telekom-Aktie gekauft hat. Sehen Sie? Ich sage mal nur.
Lufthansa. Diese dynamischen Typen mit 8 Hosenträgern und 11 Handys, die sind Broker. Broker, die machen mit ihrem Geld das Beste. Ja, ja, natürlich. Wie für Sie? Nein, überhaupt das Beste. Und diese Broker sagen, Lufthansa-Aktien sind sexy. Verstehen Sie? Lufthansa-Aktien sind sozusagen der One-Night-Stand der deutschen Börse. So sexy sind die, ja? Die fallen Sie praktisch an. In jeder Kneipe. Also, hey, schon wieder eine Lufthansa-Aktie hinter mir. Das wurde zum Beispiel über ProSieben nicht gesagt, aber ProSieben boomt ja nach oben. Und ich sag mir, wenn Lufthansa-Aktien so sexy sind, liegt es nur an den Stewardessen. Und es heißt ja, glaube ich, nicht mehr Stewardess, es heißt Purserette. Ist das so? Der Purser und die Purserette. Der Purser und die Purserette. Die eine ist weiblich und der andere männlich. Die Purserette und der Purser. Und stellen Sie vor, was ich heute in der Zeitung lesen musste. Unser fantastischer Ministerpräsident. Unser großartiger Landesvater heißt wie? Johannes Rau. Seit 50 Jahren rackert er sich ab für uns. Und stellen Sie vor, er musste sich vorwerfen lassen, ich habe es in der Bild-Zeitung gelesen, er fliegt angeblich zum halben Preis mit LTU nach Griechenland. Johannes Rau mit Familie zum halben Preis, LTU, Griechenland. Und sein Pressesprecher sagt, nein, 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 das macht Herr Rau nicht, denn er ist ja, und jetzt kommt eine tolle Begründung, Aufsichtsratsmitglied bei Lufthansa, da fliegt er noch viel billiger. Eine tolle Sache. Ja. Für den Fall, dass die Lufthansa-Aktie zwar sexy bleibt, aber nach unten rast, sind jeder Aktie kleine Papiertüten beigelegt. Für den Börsenkurs so am zweiten Tag, ja. Und Sie haben bei uns jetzt schon die aktuellen Metaphern, die Sie im Wirtschaftsteil finden werden. Steigflug, Sinkflug, Abstürzen, Turbulenzen, das werden Sie alles über Lufthansa-Aktien leben und werden sagen, ja, ja, ich habe Lufthansa-Aktien und ich freue mich. Das ist ja so toll. Und wundern Sie sich nicht, wenn Sie am ersten Tag dann in die Bank kommen und sagen, guten Tag, ich hätte gerne mein Lufthansa-Aktienpaket und die nette Dame im Schalter sagt, wie war der Name? Oh, Ihr Aktienpaket ist leider unterwegs nach Karachi. Das findet man schon wieder. Das kommt zurück. Liebe Landwirte, liebe Metzgergattinnen, liebe Großkunden, liebe Wurstfreunde, in Reda-Wiedenbrück, einem der tollsten Orte Deutschlands, absolut. Reda-Wiedenbrück in Ostwestfalen hat demnächst, und wir haben geweint, als man uns gesagt hat, bitte meldet ihr es offiziell, hat demnächst den modernsten Schlachthof Europas. In Reda-Wiedenbrück, sozusagen konstruiert nach den Erkenntnissen von Tierschützern, ein Schlachthof mit Musik, mit Fußbodenheizung, voll verglast. Viele sagen schon, ja, in Reda-Wiedenbrück hat man natürlich ein besonderes Verhältnis zu toten Tieren, denn dort liegt der Hund begraben. Und, man hört Musik. Und welche Musik spielt man im Schlachthof? Das ist, glaube ich, Mozarts kleine Schlachtmusik. Da, da, da. Aber das sind andere Noten. Ja, Mozarts kleine Schlachtmusik. Oder vielleicht auch, alles hat ein Ende, nur die Wurst. Also, je nachdem, woher das Schwein oder die Kuh kommt. Ich war sehr überrascht, weil ich gedacht habe, tolle Atmosphäre, gedämpftes Licht, Mozart und hinterher geht's der Sau an den Kragen. Das ja, klingt ein bisschen nach meinem letzten Rendezvous. Alles hat ein Ende, nur die Wurst. Und man muss wirklich aufpassen, wenn unsere Lokalpolitiker hingehen und irgendwie sehen hier Fußbodenheizung, tolle Musik, alles super hygienisch. Glückwunsch zum neuen Seniorenheim. Es ist ein Schlachthaus. Ja, bitte, liebe Lokalpolitiker, ein bisschen informieren, bevor Sie dort eröffnen. Die Tiere werden eigentlich auch nicht geschlachtet. Es ist fast so eine Art Sterbehilfe im Dienst der deutschen Metzger. Das ist mir, du hör mal Kuh, Schwein bleibt doch mal hier.
Verdammt. Wir haben zwei großartige Geburtstage zu feiern. Und, der eine war der deutsche Boxchampion Konfuzius. Max Schmeling. Und der andere war einer der ganz Großen des Weltgeistes, Konfuzius. Der eine wurde 92, der andere 2548. Ich habe die Zahlen jetzt, ich weiß nicht mehr genau, wer was wurde. Aber wir haben uns gedacht, das ist ein solches tolles Jubiläum. Happy Birthday, Max Schmeling und Konfuzius. Und wir würdigen beide in einem großen Beitrag. Zwei Giganten der Unterhaltungsbranche feierten am Sonntag Geburtstag. Konfuzius wurde 2548. Der große chinesische Denker schenkte uns ewige Weisheiten wie der Blütenzweig der wilden Kirsche. Wie leicht schlägt er zurück. Oder auch dumm fickt gut. In ganz China wurde der Festtag dann auch ausgelassen gefeiert. Alle waren mit Herz dabei. Konfuzius lebt übrigens zurückgezogen in der Provinz Wantan und sammelt getragene Höschen. Alles Gute, Fuzzi. Unser zweites Geburtstagskind heißt Max Schmeling. Die sympathische Boxsportlegende musste 92 Kerzen ausblasen. Dass er dabei mit dem alten Kopf in die Torte kippte, war halb so wild. Mensch, Max, macht nichts. Wer erinnert sich nicht an den 19. Juni 1936, als du Joe Louis, den braunen Bomber, fair und sauber in den Staub geschickt hast? Aber Schmeling konnte nicht nur gut hauen. Er konnte auch unwahrscheinlich schön und melodisch singen und nicht so abgehackt. Das Herz eines Boxers kennt nur eine Liebe, den Kampf um den Sieg ganz allein. Danke, Max. Ich ruf dich an. Ich sage ja zu deutschem Wasser. Und nicht vergessen, der neue offizielle Sat.1-Aufkleber, ich bremse auch für Schumi. Wir haben zwei Giganten des Fernen Ostens bei uns zu Gast. Sie alle kennen sie und sie sind hier mit dem Geburtstagsständchen live für einen großen Landsmann. Hier sind Herr Wang und Herr Li. Konfuzius sagt: Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, zum Geburtstag, zum Geburtstag viel Glück. Herr Wang und Herr Li. Und Sie haben die größte Fangemeinde mittlerweile, die man sich wünschen kann. Und viele Fragen haben die beiden keine Vornamen. Doch, die Vornamen von Herrn Wang und Herrn Li sind Siegfried und Loi. Ja. Siegfried Wang und Loi Li. Loi Li. In der Zeit, unserem großen deutschartigen, fantastischen Power Magazin, war diese Annonce der Dresdner Bank zu sehen. Sie wissen, die Dresdner Bank momentan ein bisschen im Trouble, würde man sagen. Der eine zurückgetreten, Herr Röller, der andere Selbstanzeige wegen Steuer. Hat dieser Satz, das grüne Band der Sympathie, bald eine neue Bedeutung? Fragt man sich da. Oder wollen wir hoffen, dass alles gut ausgeht für die Dresdner Bank? Denn schauen Sie mal, sie macht diese tolle Annonce. Also sowas Süßes, schauen Sie mal, Dresdner Bank und Mon Cheri, ich bin ein Euro. Also das ist doch toll. Oder? Mon Cheri, ich bin ein Euro. Und da freuen wir uns ja schon, wenn Howard kam, der sagt, ohne Euro darf ich nicht nach Hause kommen. Das ist der neue Euro, den gibt's bei der Dresdner Bank. Holen Sie sich morgen und viel Spaß, wenn Sie ihn in die Parkuhr schieben. Ja. Das war nicht Sie, das ist die Dresdner Bank. Dann. Liebe 68er, liebe Sozialpädagogen, legt mal das Strickzeug kurz aus der Hand. Der Satz des Wochenendes heißt, Bob Dylan schüttelt dem Papst die Hand. Wow, oder? So war das in Bologna. Bob Nuschel Dylan hat John Paul Nuschel II. Die Hand geschüttelt und sein Lieblingslied gesungen, ich glaube, Knocking on Heaven's Door. Ja.
Knocking on Heaven's Door. Ja. Man fragt sich, von welcher Seite wird da geklopft? Und schauen Sie, was wir dazu heute in der Süddeutschen gesehen haben. Die Seligsprechung des Bob. Bob Dylan war da, Andrea Bocelli war da und auch Michel Petrucciani, den Sie ja unter anderem kennen als Pianist bei Roger Willemsen. Und da gab es einen unschönen Zwischenfall. Schauen Sie diese Artikel in der Süddeutschen. Eine kleinere Affäre gab es auch noch. Michel Petrucciani spielte ein Duett mit Lucio Dalla und ein eigenes Solo arbeitete sich dann mit seinen Krücken an die Stufen vor dem Papst vor. Aber es fand sich niemand, der ihm hinaufgeholfen hätte. Da wusste der Künstler wieder, wo er hingehört. Das Fernsehen hatte kein Auge für diese Unmenschlichkeit. Und außerdem war es sowieso viel schöner, den blinden Bocelli von seinem Dirigenten zum Papst hinaufgeführt zu sehen. Mehr als einen Behinderten verkraftete das Fernsehen eben nicht. Klingt hart, ist aber nicht ganz falsch. Da zögern viele, ob sie applaudieren können. Es war so und es steht in der Zeitung, bitte tun Sie keinen Zwang an. Wirklich. Ja. Es steht in der Zeitung. Oh! Noch ein Schocker. Noch ein Schocker, meine Damen und Herren. Das Jahrtausend geht zu Ende. Viele haben das noch nicht gewusst, vor lauter Euro sich besorgen. Und wir haben uns überlegt, wer waren eigentlich die großen Abräumer im Sinn von Killer? Wegräumer dieses Jahrtausends. Was waren die großen Geißeln der Menschheit? War es die Pest? War es Krebs? War es AIDS? Was war das wirklich Härteste? Und da lesen wir heute in der süßen kleinen Rubrik aus der Reisetasche eine ganz, ganz kleine Meldung. Schauen Sie, das kann man leicht mal übersehen. Schauen Sie mal hier. Malaria. Längst außer Kontrolle. Ja, da schau her. Da will man irgendwo nach Afrika und dann liest man sozusagen, ja, Malaria. 300 bis 500 Millionen Menschen werden sich voraussichtlich in diesem Jahr mit Malaria infizieren. Aber die Industrie sagt, lohnt sich nicht, da noch sehr viel weiter zu forschen, weil auch wieder so ein unschöner Zustand. Zu wenig reiche Leute, die das Geld für die Medikamente haben, fliegen in die Malaria-Gebiete. Und die vielen in den Malaria-Gebieten, die Malaria haben, haben wieder das Geld nicht für die teuren Medikamente. Und die meisten haben nicht mal das Geld für ein Moskitonetz mit Anti-Malaria-Spray drauf. Also 500 Millionen. So eine kleine Meldung. Auch irgendwie schockierend, oder? Heute Morgen beim Frühstück in der Zeitung. Und dann kommt der allergrößte Schock. Holland hasst uns. Holland hasst uns. Liebe Holländer, was haben wir euch denn getan? Ist mal ehrlich. Und man muss sagen, Holland hasst uns und wir finden zu Recht. Denn schauen Sie, das war die Überschrift, die böse Nachbarn. Und zwar, in holländischen Schulbüchern werden wir Deutsche, ja, wie soll man sagen, merkwürdig dargestellt. Aber schauen Sie, Frank und Arne betreten einen Kiosk in München Hauptbahnhof. Und da steht im Schulbuch, dort essen viele Kunden, aber die Verkäuferin ist müde und unfreundlich. In ihrem besten Deutsch fragen die jungen Niederländer nach einer niederländischen Zeitung, aber die Verkäuferin reagiert bissig, wir haben nur deutsche Zeitungen. Nichts über den deutschen Widerstand in holländischen Schulbüchern, nichts über die Ostpolitik, nichts über die Wiedervereinigung. Und bei uns sind die Schulbücher davon voll. Auf allen Seiten 4 Artikel zur Wiedervereinigung. So stellen uns die Holländer dar. Und wir sagen, Glückwunsch Holland. Oder? Ja. Oh. Unfreundliche Verkäuferin ist ja nicht ganz falsch beobachtet. Und wenn Arne und Frank in ihrem besten Deutsch fragen in München, dann hätten wir das gerne mal gehört. Ja, weil uns geht's auch so, wenn wir nachfragen. Wir kaufen, nicht gucken. Oh, ist das wahr? Bitte? Michael Schumacher ist da. Wir haben keine Karte mehr für ihn. Oh, das ist aber ärgerlich. Er ist draußen vor dem Kapitol. Wir sind halt ein Vierteljahr im Voraus ausverkauft. Sie wissen das ja, wenn Sie heute Abend hier Karten haben. Das tut mir aber leid, jetzt können wir Schumi nicht mehr reinlassen. Aber es gibt ja die supermoderne Technik. Wir haben ja ISDN. Und vielleicht schalten wir mal mit ISDN. Hallo, Michael Schumacher. Wahnsinn. Via ISDN. Ja, hallo. Vor dem Kapitol. Guten Abend auch an die Zuschauer im Saal. Hallo. 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 Michael, es wäre fantastisch, wenn Sie unseren Zuschauern mal kurz klar machen können, dass Sie wirklich hier
in Köln vor dem Kapitol stehen. Und vielleicht könnten Sie mal winken, damit wir das über diese Entfernung hin live sehen können. Ja, gerne. Hallo. Hallo, Herr Schmidt. Hallo im Studio. Hallo, liebe Zuschauer. Hallo, Kerpen. Hallo. Fantastisch. Michael. Michael, wir haben ja nun am Sonntag wirklich alle Blut und Benzin geschwitzt, als wir das erlebt haben mit Ihrem Bruder Ralf. Und da ist natürlich die Frage, wie sehen Sie diesen Unfall mit Ralf heute mit ein bisschen Abstand? Also der Heinz-Harald Frenzen hat ja hinterher gesagt, er ist froh, dass er ein Einzelkind ist. Und das ist zumindest der einzigste vernünftige Satz, den ich bisher von ihm gehört habe. Ne? Michael, ja. Das klingt ja doch... Das klingt ja doch, und das kann nicht nur an ISDN liegen, so, als ob Sie ganz schön sauer wären auf Ihren Bruder Ralf. Nein, Herr Schmidt, mal Spaß beiseite. Ich bin zwar nach reiflicher Überlegung zu dem Schluss gekommen, dass ich zumindest den Eltern sagen muss. Ne? Andererseits hat der Ralf das ja nicht mit Absicht gemacht. Das sind einfach die Risiken, die im Formel-1-Zirkus auf die Fahrer, also auf mich dann lauern. Ja, wie reagieren da Ihre Eltern? Sagen die, Mensch, Ralf, oder was sagen die? Naja, also das tragen wir ja nicht in der Öffentlichkeit aus. Das wird bei uns im familienintern dann mit Stubenarrest und Fernsehverbot und so geregelt. Ja. Wenn man Sie so hört, dann könnte man glauben, die Sache ist für Sie wirklich sportlich und unter Brüdern bereinigt. Sie sind also durchaus in der Lage, Ihren Bruder Ralf jetzt wieder in den Arm zu nehmen. Sicher bin ich da in der Lage, zu denen in den Arm zu nehmen. Ich würde ihn so in den Arm nehmen, so in den Schwitzkasten, bis der weint. Ne? Und dann würde ich ihm so richtig schön in die Eier treten, ne? Bis der kotzt. Und dann würde ich noch immer so drauf. Vielen Dank, Michael Schumacher. Dankeschön. Michael Schumacher mit ISDN. Und gleich, meine Damen und Herren, sind wir soweit. Gleich heißt es bei uns in voller Länge mit Nachspielzeit FC Bayern gegen Real Madrid. Das zweifellos Spiel des Tages. Freue mich jetzt sehr auf meinen ersten Gast, eine großartige Kabarettistin, die auch eine wunderbare Schauspielerin ist, mit dem Adolf-Grimme-Preis in Gold ausgezeichnet. Gastiert von morgen an 4 Tage hier in Köln im Theater am Dom. Herzlich willkommen, Sissi Perlinger. Sissi, 4 Tage bist du jetzt hier in Köln? Nein, 3. Nein, 3. Am 4. bin ich in Frankfurt in der Alten Oper. Ein ehrwürdiges Haus. Ja. Mhm. Was ist das für ein Programm? Du bist du ganz alleine auf der Bühne? Nein, ich habe einen ganz wunderbaren Partner, der ist Multiinstrumentalist. Ich habe meine Band abgeschafft. Die macht ja jetzt auch Karriere. Das sind die jetzigen Cultured Pearls. Und ich habe gesagt, Bass, Schlagzeug, Gitarre, Keyboard finde ich ein bisschen unoriginell. Jetzt nichts gegen euch, Jungs. Aber ich hatte Lust, mit einem Multiinstrumentalisten zu arbeiten. Und der ist ein ganz wunderbarer Komiker auch. Und wir stemmen zu zweit diese Show von Happy End zu Happy End. Und es geht auch viel um Partnerschaftsdinge. Deswegen ist es klasse, einen Mann zu haben, der auch ein bisschen so die Pointen dann quasi ins Gleichgewicht bringt. Wie heißt dein Programm? Von Happy End zu Happy End. Das ist eine Ringdramaturgie. Also es fängt ganz glücklich an, wird dann ganz furchtbar und endet dann aber auch wieder sehr glücklich. Wie man das so möchte als Zuschauer, dass man am Schluss dann doch wieder mit einem Funken Hoffnung rausgeht. Also du schickst die Leute nicht irgendwie depressiv nach Hause, sondern Niemals. Richtig gut. Da sehe ich zufällig, du hast jetzt ein Buch geschrieben. Ja. Kann ich das schon kaufen? Oder, Nein. Dieses, was ist da, wieso lachen die jetzt? Ja, weil die Gäste das bei uns nicht kennen, dass für Bücher geworben wird, die Gäste. Ach so, verstehe. Verstehe. Und dieses Buch kommt erst am 6. Oktober raus. Bitte nicht morgen in den Laden rennen, weil es ist, wie gesagt, am 6. Oktober wird es geliefert. Und ab 15. bin ich auf der Buchmesse und da promote ich das dieses dann. Buch. Mein erstes Buch. Es ist ein Sachbuch. Ein Handbuch für die moderne Frau. Ja. Das heißt, die verbotenen Tipps der Sissi Perlinger. Es ist gespickt mit, es ist, ich würde sagen, Know-how-Transfer von Frau zu Frau. Verstehe. Also es ist... Ja. Know-how-Transfer von Frau zu Frau. Sind das nur frauenspezifische Themen? Ja, was soll ich zu... Also ich bin ja kein Mann und ich kann nur ganz, ganz persönlich aus meiner Sichtweise schreiben. Und die Dinge, die ich für mich rausgefunden habe, die mich weitergebracht haben in allen Lebensbereichen, die habe ich alle da reingeschrieben. Also ich würde sagen, es ist, dieses Buch zu lesen ist wie eine kleine Unterhaltung mit mir. Was kann ich machen, liebe Sissi, wenn ich da ein Problem habe? Dann ja, was sind das einfach, zum Beispiel für Themen, für Probleme? Wie dosiere ich Marihuana?
Gut, das ist jetzt mehr für die wichtig. Älteren, aber... Ja, nein, ja. Also es geht über, von Schönheit angefangen, über Gesundheit, über wie werde ich klug und gebildet, erfolgreich, wie trempe ich am besten von A nach B, ohne vergewaltigt zu werden. Ist das, gibt es viele Frauen, die das wünschen? Also ich... Ja, also ich meine, das ich ist ja... Ich musste viel... Ich musste zum Beispiel 2 Jahre lang München-Wien trampen und hatte wirklich kein Knopfgeld in der Tasche, weil meine Schule so viel gekostet hat. Und ich war auf der Musicalschule, habe aber am Wochenende Auftritte gehabt, meine ersten damals. Ich musste wirklich immer 450 Kilometer trampen. Und da habe ich sehr viel Erfahrung gesammelt und die steht da ganz geballt drin. Also das ist so, das liest man so durch und man muss sich jetzt nicht tief, profund mit einer Materie auseinandersetzen, sondern man bekommt so ein paar Happen hingeworfen und wenn man sagt, das will ich jetzt näher wissen, dann muss man sich Sekundärliteratur kaufen zum Beispiel. Dann geht man ins Geschäft und sagt, Trennkost, wie geht das wirklich? Aber die Grundtipps sind da kurz drin zum Beispiel, weil ich das ausprobiert habe und weil ich davon persönlich sagen kann, für mich funktioniert das und aus den und den und den Gründen. Ja. Ja. Sag mal, das Fernsehen muss ja doch eigentlich zu Füßen liegen und die Bude einrennen. Ja. So erfolgreich wie du bist, Soloprogramm. Ich verstehe nicht, wie du darfst so frech sein. Ja, mir haben sie damals meine schrägen Vögel abgesägt nach 6 Folgen, weil ich zu anarchisch war beim ZDF. Jetzt hat mich der BR abgesägt, 2 Tage vor der Sitzung, wo wirklich über das Geld geredet wurde und wo alles schon schriftlich festgelegt war, kriege ich ein trockenes Fax. Ja, Frau Perlinger, wir können Ihre Show doch nicht machen. Wir machen jetzt lieber irgendwas anderes, was wahrscheinlich gar nicht stattfindet. Die scheißen sich so in die Hose alle. Ja. Jetzt habe ich natürlich wieder einen anderen, Gott sei Dank ist gleich ein anderer Sender gekommen und hat gesagt, jawohl, aber es ist wirklich schwierig, wenn man den Ruf hat, ein bisschen, also, aber du kannst es, ich bewundere dich. Ja, du aber kriegst sogar den Krimi-Preis dafür, dass du so frech bist. Nein, das ist nämlich wahr, weil unsere Show ja im Grunde sozusagen sehr, sehr konservativ und seriös ist, nur manchmal entgleitet. Ja, ja. Nur manchmal entgleitet, aber... Was ist das denn? Ist das dein Kulturbeutel? Wie das ist mein Kulturbeutel. Ich habe mir gedacht, wenn uns total der Gesprächsstoff ausgeht, schminke ich dir mal die Lippen und zeige dir, wie so ein Lippenstift wirklich kussfest hält. Weil das ist ein Problem, das viele Frauen haben. Ich auf der Bühne, wenn ich das Mikrofon an die Lippen presse, habe jahrelang danach gesucht, was kann ich tun, dass ich nicht so, so einen Schmierer da habe. Ja. Und da habe ich ein Prinzip gefunden, also quasi ein Patent. Das ist da drin. Du willst mir die Lippen schminken und mich dann küssen? Darf ich lieber einen Witz erzählen? Ja. Da das hier, das ist ein Dummy, ne? Da das hier die einzige Show ist, wo man auch behindertenfeindliche Witze erzählen darf. Mein neuester Lieblingswitz ist, wie nennt man das, wenn, ja, sag mal. Wenn 3 Einarmige versuchen, Skat zu spielen? Mission Impossible. Nein, das Nein. Ich habe den vor kurzem erst gehört und sehr geliebt. Ja. Ich habe ihn sehr geliebt. Das ist aber großartig. Erzählst du den auf der Bühne? Nee, ich kenne ihn erst seit so kurzem. Ich hatte noch gar nicht die Chance. Ja. Und den baust du gar nicht ein? Einfach, weil ich so, hast du gesehen, Todsieger Nummer, Todsieger Lacher? Nein, ich schreibe mir meine Stand-Up-Routines immer selber und verwende eigentlich nur sehr wenig Witze dazu. Das ist ja alles sehr, es ist ja ein roter Faden. Ich erzähle ja wirklich eine Geschichte. Ja. Und die hat so ihre dramaturgischen Dinger und da kann ich schwer nur Witze einbauen. Das mache ich am Schluss als Zugabe, erzähle ich gerne Witze. Wenn die Leute sagen, Witze, Witze, dann lasse ich mich hinreißen, meinem Hobby zu frönen. Du hast ja auch eine Ausbildung richtig als Chansonsängerin und als Musical. Sängerin? War das das, was du in Wien gemacht hast? Ja, ich bin keine Musical-Sängerin. Davon möchte ich mich weit distanzieren. Ich habe eine klassische Gesangsausbildung gemacht, aber ich singe eigentlich Pop. Also ich habe kein Musical-Vibrato. Ich habe Schauspiel, Tanz und Gesang gemacht. Tanz auch? Ja, Logo. Und gehst du auch noch mal so tanzen in die Disco? Oder? Ich würde sehr gerne viel öfter tanzen in die Disco gehen, weil es ganz wichtig ist, dass man das macht. Aber meistens arbeitet man nicht. Dreh dann 3 Monate, da kommst du nicht dazu. Und dann musst du wieder spielen auf Tournee. Und irgendwo musst du deine Energien so haushalten, damit du nicht irgendwie jetzt, du kannst nicht dir den Arsch abtanzen am nächsten Tag. Dann, das geht nicht. Man muss dann gucken, dass man immer eine reine Stimme erhält und all diesen Schmarrn. Es ist wirklich schon manchmal anstrengend. Das sieht ja für mich irgendwie sehr 30er-Jahre-mäßig aus, was du da anhast. Ist das so? Ja, ja, ich mag gerne die 30er Jahre und ich arbeite an meiner Platte gerade, wo ich 30er Jahre Melodien... Ein Buch, eine Platte, ein Film.
Sissi. Zwei Filme. Zwei aber der Filme. Kommt erst am 4. Januar, der ein oder andere, weiß ich nicht, den Sendetermin. Aber Mai, was will man machen? Man muss ja seinen kreativen Druck irgendwie loswerden. Geht es dir nicht auch so? Und was machst du mit der ganzen Kohle? Die ganze Kohle? Aktien? Lufthansa! Genau. Was ist der Tanz der 30er Jahre? Charleston. Charleston? Das ist schwierig. Sollen wir einen Charleston? Ja, kann ich das? Kann ich das? Ist das sehr schwierig? Habt ihr Charleston drauf? Nein, Helmut! Helmut! Warte mal! Helmut! Hey. Helmut, kommt mal! Der Charleston, das ist doch dieses hier ganz schwierig und dann mit den Händen immer so, oder? Wichtig ist, erste Position einzunehmen. Wie im Ballett hier, diesen hier. Und dann musst du quasi die Fußspitzen nach innen drehen, wenn du das machst. Also so schwupp und dabei einen heben. Und einen so? Und dann zack, und dann, und jetzt den anderen. Yes. Das erinnert mich an diesen Witz von Skatspielern. Und so geht das, ja? Ja, genau. Und hier? Du hast das Prinzip sehr schnell begriffen, muss ich sagen. Und hier, das macht man, das ist dann die gesteigerte Form. Lass mal versuchen, oder? Einfach mit Musik. Yes! Und das wäre gut. Immer schön drehen auf den Vorderspitzen. Ja, auf den Zehenspitzen. Das ist sehr kompliziert, Sissi. Oder so? Sissi Perlinger, 3 Tage in Köln. Ein Buch, eine Platte, 30 Millionen mit Sabine Sauer. Danke dir. Nein, das war ich nicht. Danke dir. Du warst super. Ich glaube, ich brauche Dylan und den Papst, nach dem, was ich gerade gesehen habe. Mein nächster Gast ist eine hinreißend attraktive Kollegin. Ich habe schon 2 große, glanzvolle Abendshows mit ihr moderieren dürfen. Und sie startet am Freitag mit einer neuen Sendung im Bayerischen Fernsehen. Herzlich willkommen, Sabine Sauer. Das kleine Schwarze. Ja, es ist absolut scharf. Das Abendkleid vom letzten Mal war nicht mehr zu toppen. Nein, das war das Kleid, das du... Und Sissi Perlinger ist sowieso nicht mehr zu toppen. Ja, Sissi geht natürlich in diese sehr fantasievolle Kostümrichtung, aber das hier ist einfach klassisch. Ja, cool. So. Audrey Hepburn. Ja, es ist Audrey Hepburn, ja, ein bisschen so. Ne? Ja, würde dir auch stehen. Ja, okay. Ich muss auch sagen, ja... Ich trage sowas auch privat, nur die Stöckel werden für mich immer anstrengender. Ja, das ist ein Elend mit den Stöckeln. Sabine, du bist eine Frau, die, das ist wirklich kein Schmuff, die immer besser aussieht. Hey, ja, das danke. Ist irgendwie, da kommt so was dazu und so eine geheimnisvolle Aura. Ja. Und du wirkst wie eine Frau, die ein Geheimnis hat. Hast du knallhart recherchiert, oder? Nein, aber da strahlst du aus irgendwie. Also das ist irgendwie. Ein sehr lieber Kollege von der Bild-Zeitung hat mir mal gesagt, Frau Sauer, wir recherchieren nicht, wir ermitteln. Wirklich? Das hast du gemacht, oder? Nein, aber da spürt man irgendwie dieses Kleid. Und es gibt ein großes Glück in meinem Leben. Es gibt ein großes Glück. Ein großes Glück. Das größte Glück meines Lebens ist mir begegnet. Wirklich? Ja. Das sagst du so sicher, das größte Glück. Aber mehr will ich darüber noch nicht sagen. Ich werde mit dem Glück jetzt in Urlaub fahren. Ja. Wir probieren das einfach mal aus. Wohin? Ihr wart noch nicht. Nein, ihr wollt fahren. Ja. Wohin? Kannst du es verraten? So grobe Richtung Frankreich. Verstehe. So, ja. Schick essen. So schick in meinem Roadster, verstehst du? Du hast einen Roadster? Ja. Ja? So um diese Zeit noch offen fahren? Gut, wenn man verliebt ist, stört eine Bindehautentzündung nicht. Aber das ist so, weißt du? Ja, also es wird ganz toll. Am das Sonntag ist fantastisch. Geht's los. Ja, und richtig, natürlich. Ich wünsche euch alles Glück der Welt. Weil, ja, danke. Wie lange habt ihr Zeit? 14 Tage. Muss 14 Tage. Reichen. Das geht jetzt also sozusagen unmittelbar nach deiner Sendung. Genau, los. Am Freitag läuft die Sendung. Was ist denn das für eine Sendung? Da geht es um. Also pass auf, wir haben hier zufällig eine Kassette hier. Ja, du, das ist so wie toll. Kommt die weil von der Sissi haben wir ein Buch. Die Sendung heißt ein klarer Titel: Erfolg. Alpha. Die Sendung. Alpha, Sichtweisen für das dritte Jahrtausend. Es ist die dritte Folge dieser Serie. Wir haben schon 2 gemacht. Ja. Und diesmal geht es um das Thema Erfolg. Denn in Alpha geht es um alle die Themen, die uns in unserem Leben so beschäftigen. Und Alpha ist so die Sendung, wo man lernt, wie es geht.
wie man es einfach besser macht. Ja. Und wenn man Alpha gesehen hat, ist man hinterher einfach besser drauf als vorher. Also ihr seid so ein Ratgeber, aber im ja, unterhaltsam, lockeren und unverkrampften aber auch seriös, Sinn. Unverkrampft, ja. Also nicht pädagogisch, nicht didaktisch ja. und so, sondern ganz handfest, lustig, leicht, heiter, aber seriös. Und ich habe einfach zu jedem Thema immer die kompetentesten und besten Leute, die es dazu gibt, auch interviewt und macht dann selber was. Und man kann die letzte halbe Stunde der Sendung, es ist 60 Minuten das Format, können die Zuschauer auch anrufen ja. und können sozusagen sich einbauen und einschalten in das Thema. Fragen stellen, Anregungen, ja. Ergänzungen. Und da habe ich mache die Sendung ja nicht alleine, wenn du da hinten auf die Kassette drauf guckst. Ähnlichkeiten mit Top-Moderatoren von ja. Late-Night-Shows, bevor sie in der Maske waren. Verstehe. Sind rein zufällig. Vera F. Birkenbiel. Vera F. Birkenbiel, natürlich. Eine tolle Frau. Ja. Eine der erfolgreichsten Management-Trainerinnen in Deutschland, die sehr gute und sehr gut verkaufte Bücher auch geschrieben hat, unter anderem Stroh im Kopf und so. Mit Vera werde ich im Studio sitzen und wir werden dann gemeinsam die Anrufe unserer Zuschauer, die sehr zahlreich kommen, beantworten. Erfolg. Kann man Erfolg lernen? Das interessiert mich Erfolg kann man lernen, ja. Was war das Thema der vorigen Sendung? Denken. Also das interessiert mich nicht so. Aber ja. Auch Erfolg. Das ist mein Thema, glaube ich. Ja, Erfolg ist natürlich. Also pass auf. Ich bin ja nicht unvorbereitet hier in diese Sendung gekommen. Ich habe einen kleinen Fragebogen für dich vorbereitet. Hast du das Zeug zum erfolgreichen Menschen? Das werden wir jetzt mal rauskriegen. Also, erste These, das Erste, was man überhaupt wissen muss, wenn man erfolgreich werden will, ist, also entscheidend für einen erfolgreichen Menschen ist das Bild, das er von sich selber hat. Ja. Also, wenn ich mich selber für einen Versager und für eine Niete halte, dann werde ich auch genau so durchs Leben gehen. Ja. Und wenn ich weiß, ich schaffe das und wenn ich glaube, dass ich gut bin und liebenswert und begehrenswert, dann werde ich auch genau so mein Leben gestalten. Also, wie sieht dein Selbstbild aus? Also ich sag mal, ich bin sehr kritikfähig, aber ich finde mich großartig, ja. Ist es so, nein, das kann man so nicht sagen, aber also ich habe ich finde, dass ich kleine Fehler habe, aber sehr wenige und eigentlich... Mit deinem Selbstbild gestaltest du dein Leben? Ja, wie soll ich sagen, es tut mir leid, aber ich mag mich und ich gehe morgens raus und sage, hallo, ich darf zur Sendung gehen und ich bin zufrieden, ja. Ich habe okay. ein positives Selbstwertgefühl. Also schon mal nicht schlecht. Also ebenso wichtig ist der Begriff Verantwortung. Nur wer die volle Verantwortung übernimmt für das, nicht nur für das, was er tut, sondern ja. auch, und das ist ganz entscheidend, für das, was einem widerfährt, dann kann man auch erfolgreich sein. Also, denn sonst mache ich mich ja immer zum Opfer, wenn mir irgendein Mist passiert und ich sage, ja. die anderen waren schuld und die Umstände und alle waren es, nur ich selber nicht. Ja. Dann, ganz schlecht. Ja. Also, wen machst du verantwortlich für eine schlechte Quote? Für eine schlechte Quote? Zum Beispiel? Das Publikum eigentlich. Weil, ja. Ja, also wenn mehr schauen würden, wäre die Quote ja besser, oder? Ja. Eigentlich schon. Aber ich sage natürlich, dann sagen wir natürlich als Zweites, was können wir machen, um sozusagen noch mehr Zuschauer für uns einzunehmen. Aber das ist also... nicht so ein dramatisches Thema. Also wir versuchen uns jeden Tag zu verbessern. Das ist, glaube ich, aber auch wichtig, oder? Aber du bist es jedenfalls nicht, wenn es doch, ich bin es auch manchmal. Aber ich denke, ich bin jeden Tag so gut, wie ich gerade hätte sein können. Ne? Ah. Gut, also außerdem sollte man immer eine gute Antwort auf die Frage haben, was sind meine Ziele? Wo will ich eigentlich hin? Wo will ich mal ankommen? Wie, das muss ich jetzt auch beantworten? Ja. Wir wollen herauskriegen, ob du erfolgreich wirst. Ja, wo meine Ziele sind. Ja, ich bin ja eigentlich am Ziel. Also ja? Jetzt muss ich das irgendwie etablieren und möglichst lange spannend halten für die Zuschauer und für mich. Du hast jetzt, also jetzt ist für dich Ende der Fahnenstange hier. Also zumindest was das Fernsehen angeht oder die, die Werte im Leben. Also, und was soll dann danach kommen? Eigentlich dieser Satz, war das Ihr Sohn? Also ich weiß nicht. Also ich weiß es nicht, ne? Du weißt es nicht. Ja, ja, also ein Ziel war ich mir doch natürlich sicher, weil ich weiß nicht, vielleicht einen Formel-1-Stall kaufen oder was, aber es ist sehr schwierig für mich, weil ich das Gefühl irgendwie habe, ich bin am Ziel. Ein kleines Ziel, ein erreichbares okay. Ziel und ein bescheidenes Ziel. Es geht weiter. Alleine sind wir nichts. Regel Nummer 4 lautet deswegen, du brauchst Unterstützung von deinen Mitmenschen, ja. also sei freundlich zu deinen Mitmenschen und respektiere sie. Ja. Wie gehst du mit deinen Mitarbeitern um? Genau nach diesem Satz.
Ja, sei freundlich zu meinem. Und in Amerika heißt der Satz, kill your enemy with a smile. Also, ja, das ja. ist. Ja, das ist eigentlich. ähnlich. Ähnlich. Ja. Und wie versuchst du dir so die, die Sympathien anderer zu erwerben? Zum Teil ist das Geld. Nein, zum anderen aber natürlich auch, wie soll ich mal sagen, Lob. Also so im Sinn von ein beiläufig dahingesprochen, ich sag's nicht weiter, aber du bist ein Genie. Und, Genie gibt mir das nächste Stichwort. Ja. Genies sind Vorbilder. Und wir alle brauchen Vorbilder, von denen wir lernen können. Ja. Erfolgreiche Menschen haben immer auch von erfolgreichen Menschen gelernt. Was sind denn deine Vorbilder? Das ist der Unterschied. Das waren früher, als ich angefangen habe, waren das Leute wie Gottschalk oder Carell. Also im Fernsehen, ja, und dann kommt man natürlich selber weiter und mittlerweile sind das irgendwie, ich weiß nicht, das ist auch, das ist schwer zu sagen, mal ist es Bill Gates, mal ist es Peter Neururer, ja, 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 also das, also, das schwankt. Ich glaube, aus dem Mann kann noch was werden. Ich weiß es nicht. Dir steht noch eine große Zukunft im Fernsehen bevor. Nein, ich will dir sagen, es gibt einen Menschen, der sozusagen, das frage ich dich, du bist ja eigentlich auch Kunsthistorikerin. Oh Gott, von ja. Beruf. Ja. Und wir haben etwas unglaublich Wichtiges herausgefunden. Es gab vor kurzem mal die Frage, war Goethe schwul, was die Literatur angeht? Und jetzt ist die Frage aufgetaucht in Kunsthistorikerkreisen, war Leonardo schwul? Die Frage habe ich aufgeworfen, als ich studiert habe. Ja. Ja, das ist war meine deine Idee. Große Frage. Glaubst du, dass Leonardo schwul war? Natürlich war der schwul. Wirklich? Ja, klar. Wir haben ein Bild gefunden und ich weiß nicht, urteilen Sie selbst. Das war das berühmteste bisher, das wir jetzt unter neuen Röntgenmikroskopen neuer gezeichnet haben. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass Leonardo schwul war. Wir sollten das einfach nochmal vertiefen, Sabine. Am Freitag geht es weiter mit der Sendung Erfolg. Ja, ja? Mit der Sendung Für mich Erfolg. War das irgendwie fast erschreckend. Du hast mich hier ein bisschen fast skelettiert und auseinandergenommen mit diesen Fragen. Ich hatte nie damit gerechnet, dass du mir so ernsthaft Doch. Auf diese Fragen antworten Nein, würdest. Nein, weil mich interessiert das ja auch. Und man muss ja immer irgendwie an die Zukunft denken. Sabine, ich danke dir. Ich danke dir. Alles Gute. Ciao. Alles Gute. Schön, tschüss.